Hast du Zeit? Ja, bestimmt. La 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 la. La 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 la. La 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 Schelling im Bild. La 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 la. Ach, ist doch schön. Alles Gute zum Geburtstag, Ebenbild von mir. Das ist ein Geschenk von uns für dich. Oh, das ist aber richtig nett. Glückwunsch. Auf ein weiteres tolles Lebensjahr. Alles ist anders, wenn man erst einmal 21 ist, oder? Naja, das weiß ich nicht. So, 21 Jahre alt, was? Glückwunsch. Auf ein weiteres gemeinsames Jahr. Licht. In. Glück. Wunsch. Oh, ist doch schön, wenn man von seinen eigenen Mies so begrüßt wird und zum Geburtstag gratuliert wird. Och, ist das schön. Ja, damit seht ihr schon, heute ist mein Geburtstag und da lasse ich mich natürlich nicht lumpen. Auch in Tomodachi Live, das euch zu zeigen. Ja, aber ich würde sagen, wir fangen erstmal mit den Mii-Nachrichten an, damit auch mein Mii seinen Geburtstag Willkommen feiern darf. Willkommen bei den Mii-Nachrichten um 9 Uhr. Heute feiert Shelly Geburtstag, er wird stolze 21 Jahre alt. Wir übertragen jetzt Live-Szenen von der Geburtstagsfeier im Shelly Town Hotel. La 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 la. La 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 la. La 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 Schelling. La 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 la. Glückwunsch. Glückwunsch. Dankeschön. Hurra. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Wir hoffen, dass es ein tolles Jahr für dich wird, Shelly. Wir freuen uns, dass du geboren wurdest. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Mark Evans, und das waren die Mii-Nachrichten um 9 Uhr. Und das von Charlie Sheen zu hören, ach ja. Gut, Feierlichkeiten, wunderschön. Gut, dann schauen wir uns aber erstmal an den allgegenwärtigen und regelmäßigen Ablauf mit den Spenden und mit der Shopping-Tour, die in dem hier beginnt. Willkommen. Birne. Ja, da kaufen wir noch ein paar was. Frische Vitamine, frisches Obst. Vielen Dank. Kann nicht schaden. So, im Hutmacher, da vermute ich, gibt's nichts Besonderes. Willkommen. Ja, na, vorbei. Das könnte bestimmt dem einen oder anderen stehen. Oder der einen, besser gesagt, Phantommaske. Ah, nee, Rosenhaarklammer. Hm, nee. Nee. Vielen Dank. Nee, ist nichts Besonderes hier. Da war ich aus dem Gießersteine gekauft. Naja, egal. Boutique. Willkommen. Aha, Ballettoberteil. Ja gut, davon habe ich jetzt genug eigentlich. Büro-Outfit. Aha, Flamenco-Kleid. In allen, da denke ich, in Farben Mädchenpulli. Und Reinigungsschürze. Naja, nee, nichts Besonderes heute. Aber vielleicht gibt's ja eine neue Einrichtung. Willkommen. Römer. Kaufe ich mal. Ich weiß noch nicht, wem ich die geben soll, aber Vielen Dank. Das sieht irgendwie ziemlich komisch aus, wenn Maxwell da in diesem Outfit da rumläuft. Na gut, Tomodachi Quest, habe ich irgendwie keine Lust zu. Ja, gucken wir uns mal die an, die hier nicht wissen, das Pärchen, ob sie da jetzt was so zu essen gehen sollen oder nicht. Stattdessen gucken wir uns mal an, was hier so in dem hier abgeht. Ich bin mal im Aufsichtsturm, okay. Naja, gehen wir erstmal zu Debbie Ryan. Zu Debbie. Und was die so für ein Problem hat. Echt heiß heute, nicht wahr? Ja, das war's so, aber es wird wahrscheinlich der letzte Tag sein. Ich will Emmett mit jemandem bekannt machen. Was meinst du? Sollte ich ihm Emily vorstellen? Ja, warum nicht? Ja, warum nicht? Mach das doch was einfach mal. Was meinst du, wäre ein gutes Gesprächsthema für die beiden? Gesprächsthema. Liebe?
Okay, dann will ich die beiden mal Ja, herholen. gut, ich glaube zwar nicht, dass die sich jetzt schon ineinander verlieben, aber die gleiche Größe haben sie auf jeden Fall schon fast, würde ich sagen. Okay, man hört zwar leider nicht, um was sie da reden. Oh, ja, okay, Fragezeichen. Oh, das sieht mir nicht so danach aus, als ob das eine gute Konversation wird, wenn die so rumfragend sind. Ja, war mir klar, irgendwie, die kommen nicht so auf den grünen Zweig. Da hätte ich, glaube ich, was anderes nehmen sollen. Ich glaube, die beiden haben sich nicht so recht anfreunden Ja, können. haben wohl beide unterschiedliche Vorstellungen von Liebe. Naja, was soll's. So, ich würde sagen, wir gucken uns erstmal an, was hier so abgeht. Oh, Captain Jack Sparrow, der sich mal wieder mit irgendjemandem gestritten hat. Das kommt ja in letzter Zeit absolut selten vor, finde ich. Ich bin echt sauer im Moment. Aber absolut selten kommt das vor. Ich habe mich mit Harry Potter Mit Harry gestritten. Potter, Ich bin so okay. wütend. Ja, wir werden dich natürlich schon wieder Geht darum hier lieber kümmern. Ja, erstmal. gut. Kennen wir schon jetzt alles hier. Dann willst du das hier haben. Okay, dann gebe ich dir das hier. Birginia. Oder so. Ich habe es bestimmt falsch ausgesprochen. Ich bin schon viel ruhiger. Mal sehen, Naja, ob wir uns egal. Mal wieder gucken, ob vertragen sie sich können. vertragen oder nicht. Aber das Spielchen kennen wir ja schon. Aber Harry Potter und Captain Jack Sparrow, auch interessant. Nur warum hast du hier nicht deine Piraten-Outfit an? Das passt überhaupt nicht zu dir, was du da anhast. Naja, werde ich hier gleich wieder anziehen. Ich wollte mich noch entschuldigen wegen neulich. Und da vertragen sie Ach, sich wieder. eigentlich muss ich mich da entschuldigen. Ja, das war jetzt auch nicht so wirklich, ja, toll. Naja, egal. Ja, gut, der Hüftenshaker von Danke, Captain wir Jack haben uns Sparrow. vertragen. Das ist ja schön, dass ihr euch wieder vertragen habt. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Ja, freut mich für dich. Eine ab 18 Spray. Naja, kannst lieber wieder dein Piratenoutfit anziehen. Das passt viel besser zu dir. Aber richtig besser passt das zu dir. Gut, okay, dann haben wir hier noch ein Smiley. Das ist Alex. Oh, und die hat sich auch mit jemandem gestritten. Ja, es geht mal wieder schön los mit den Rumgestreite. Ich bin echt sauer im Wie Moment. sagt man doch so schön, Gewalt ist keine Lösung, du hast einen Käfer auf Was deinem ist? Hab ich was im Gesicht Gesicht? nicht, aber auf deiner Mütze. Du hast einen Käfer auf dem Kopf. Mach das Ding weg. Tja, bitte, oder wie sagt man so schön? So, Naja, bitteschön. jetzt ist er weg. Vielen Dank. Aber ist doch auch, was hat mein Freund dabei an seiner Seite? Naja, ich habe tatsächlich keinen Bock zu. Ich habe mich mit Charlie Mit gestritten. Ich bin Charlie. so wütend. Mit Charlie auch noch. Hilf mir lieber Ja, erstmal, mich zu du kriegst eine beruhigen. Saltimbocca Romana und dann hat sich das alles wieder. Da war das doch schon. Saltimbocca Romana. Ein italienisches Schnitzel, auch wenn ich das Essen da schon wieder sehe, ey. Ja, ich habe mir gerade ein bisschen den Bauch vollgeschlagen, wenn ich Ich bin ehrlich schon bin, viel aber ruhiger. Mal ja sehen, gut, ob ich wir denke mal, an uns einem wieder vertragen Geburtstag kann können. man das ja mal machen. Okay, wie geht der Streit aus? Vertragen sich die beiden? Oder endet das diesmal in einem Fiasko? Ich wollte mich noch entschuldigen wegen neulich. Welche Überraschung. Eigentlich muss ich mich da entschuldigen. Gab es überhaupt schon irgendwann mal, dass in diesem LP irgendwer keinen Bock auf Vertragen hatte? Ich kann mich zumindest nicht so dran erinnern. Naja. Danke, wir haben uns Das ist vertragen. ja schön für dich. Oh, ein Level Up. Was können wir dir denn so geben? Ach, ein Lied bestimmt. Genau, eine Ballade. Ja, ich denke mal, ihr wisst schon, im nächsten Part oder in einem der nächsten auf jeden Fall wird es eine Bitte sehr, Ballade ein kleines als Lied Dankeschön. geben. Badeset. Ach, weißt du was? Ach, nee, komm. Vielleicht geht irgendwer noch mal baden heute. Na egal, gucken wir erstmal Linebacken. Nee, auf den habe ich keine Lust. Iwata. Ist jetzt auch heute nichts mehr so Besonderes. Hier habe ich so ein Gefühl. Außer dem Geburtstag, den wir da gerade hatten. Was mache ich denn so gerade? Ah ja, ich vertreibe mir die Zeit mit Mike. Auch nicht schlecht. Auf dem Aussichtsturm vor allen Dingen. Naja, wie gesagt, viel geht hier heute nicht ab, wenn ich das so beurteile. Wer ist denn im Park? Gucken wir mal, wer denn im Park ist. Ach, Toon Link.
Und noch irgendwer anders, den wir noch nicht sehen können, wenn der vielleicht hier rankommt. Ja, wie gesagt, wenig, was hier abgeht hier. Ich habe keine Lust irgendwie so auf Tomodachi Quest. Ist auch so irgendwie eintönig, finde ich. Ich werde es bestimmt irgendwann nochmal zeigen, aber... Ach, jetzt ist er wieder reingegangen. Okay, interessant. Gucken wir mal, was Peach so träumt. Die hat doch bestimmt auch irgendwas Interessantes, was so eine Prinzessin träumen kann. Ach so, wie der Dutch-Spielchen. Das hatten wir doch schon mal. Ja gut, das kennen wir ja schon. Das mit der Solarenergie. Ja, kennen wir schon. Brauchen wir jetzt auch nicht wieder zur Genüge ansehen. Ja, hi. Es gibt einige, die scharf auf dich sind, nur so zur Info. Solarmodul. Ja, wie gesagt, hätte ich das gewusst, dass so wenig heute los ist, dann hätte ich vielleicht mir noch irgendwas überlegt für den Part. Aber naja, ich dachte, jetzt ist schon mein Geburtstag und wird ja irgendwas Besonderes sein, dann ja. Dich sieht man hier kaum noch im Bild von Shake. Ja, hast ja nur mein Geburtstag gerade, aber naja, egal. Ich habe Hunger. Ja, dann kriegst du ja was hier. Schmorrindfleisch. Genau, hau dir das mal rein. Wäre ja noch schön, mal ein paar Leibgerichte, Leibspeisen zu finden. Aber ich glaube, bis das mal passiert, dauert das wohl noch ein ganzes Weilchen. Ach, ich glaube, Rock hatte ich schon. Ach, nee. Na, egal. Ich hatte, glaube ich, schon mal Rock genommen. Na, egal. Dann gebe ich ihm irgendwann demnächst was anderes. Ein Spielchen mit Lineback. Der hatte doch auch noch gerade eben ein Problem, oder? Ja, ich glaube, der hatte doch noch gerade eben ein Problem. Na ja, gut. Ach, das... Ja, gewonnen. Ich habe das Gefühl der Karte. Nein, war ein Scherz. Oh, ein Röhrenfernseher, cool. Hat kaum noch irgendjemand in der heutigen Zeit. Ich hätte gern etwas Neues zum Anziehen. Irgendwas Luftiges. Du willst was Neues zum Anziehen? Was Lustiges. Ich glaube, da habe ich was für dich. Ja, soll ich ein Hamster-Kostüm geben? Nein, Moment, ich hatte es noch gerade. Genau. Du willst was Lustiges haben. Hier hast du was Lustiges. Oh Mann, das sieht so Oh Gott. Oh Mann, ey. Er wollte was Lustiges haben. Das sieht so... Oh, nee, das können meine Augen nicht vertragen. Zieh dir lieber das hier wieder an. Oh, nee. Lineback der Marienkäfer. Oh, Mann. Luke Triton. Ich hoffe, du hast nicht so einen komischen Wunsch wie Lineback. Obwohl das sogar dein bester Freund ist. Ne? Aber ich glaube, du hast noch was hungrig. Hast noch was hungrig, ja. Das ist auch das tollste Deutsch auf Erden. Ja, sehr geil. Nein, natürlich meine ich, das ist doch bestimmt nur Hunger, was man so an der Musik so hört. Na, hau dir eine Peking-Ente rein. Und das ist schön, dass es dir sehr, sehr geschmeckt. Sehr schön. Ja, dann sind wir hier schon wieder mit allen durch, was die so auf dem Herzen haben, wenn ich das so beurteile. Ja, cool, würde ich sagen. Sehr, sehr cool. Julian der Bär. So, ja, wie gesagt, ja, ich zock ein bisschen Wii U. Passt zwar irgendwie gar nicht, weil ich ja jetzt aktuell 3DS spiele, aber naja. Ja, wie gesagt, wenig, was hier los ist. Ja, nicht viel los. Finde ich ein bisschen schade eigentlich, weil ich hätte eigentlich schon noch gehofft, dass gleich ein bisschen mehr los ist hier, aber wenn ich das so sehe, ich weiß ja nicht so recht. Eher herrscht hier gehen in eine Langeweile, wenn ich ehrlich bin. Ja, gut, was soll ich sagen? Ja, komm, dann machen wir eben noch eine Partie Tomodachi-Quest, um den Part zu beenden. Zum Partende, aber wie gesagt, ich bin nicht mehr so der Freund davon, ehrlich gesagt. Ein Pfefferminzbonbon. Wow, ich hab so Panik hier. Und dann auch noch 3 Schwertkämpfer. Wow, das ging jetzt aber sehr schnell. Aber die Schwertkämpfer sind eigentlich, ja, ich würde vielleicht sogar schon fast sagen, die schwächsten. Die unnötigsten.
Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich jetzt gleich den richtigen Weg finde. Dann könnte das vielleicht noch sehr gut klappen. Aber so, mal gucken. Auf jeden Fall kämpfen wir mit Alex, mit Mike, mit, ja, toll, dass es daneben ging. Mit Mike, mit Little Mac und mit Emily, ne? Ach ne, mit Jenny, okay. Auch eine interessante Kombination. Nur warum hat Little Mac einen Heilstab? Eigentlich müsste er ja, Dingsbums haben. Also müsste er ja mit Fäusten kämpfen. Eigentlich. Wenn man sich so seine Spiele ansieht, wo er vorkam. Bezüglich Punch-Out. Ja, gut. Besiegt der Nächste und noch keinen Schaden genommen. Es wäre jetzt endgeil, wenn ich jetzt hier den richtigen Weg finden würde, der direkt zum Boss führt. Und ich habe sogar Glück. Sehr schön, aber was ist ein Pokal? Soll das ein Pokal darstellen? Ja, König der Plastikpokale. Na, das ist jetzt auch nicht so das Wahre, wenn ich ehrlich bin. Da hätte ich mir schon was Besseres erhofft. Naja, ich werde jetzt einfach nur mit Spezial hier draufhauen. Und dann halt jedes Mal heilen, wenn es vonnöten ist. Weil viermal können wir uns ja heilen. Was sehr gut ist. Ja, und eigentlich wäre das jetzt schon ein... Na, wobei, der hat nicht die Hälfte abgezogen. Dann würde ich ja mal sagen, ich heile sie noch nicht. Ja. Natürlich treffen sie seltener, wenn man auf Spezial geht, aber... Boah. Solange wir das hier gewinnen, ist mir das einerlei. Ein bisschen Feuer unterm Hintern. Was ich ja echt schade oder echt nervig hier finde, ist, was deshalb gefällt mir auch Tomodachi-Quest hier nicht so, dass man nicht sehen kann, wie viel KP der Gegner noch hat. Das würde es echt, ja, etwas besser machen, sage ich mal. Natürlich wird es auch um eine Sache es einfacher machen, aber, oh, ich möchte ihn hier nicht jetzt schon verlieren. Und ich weiß nicht, ob ihr das gerade gehört habt. Das war das Zeichen, dass bei mir was fertig gerendert ist. Ja, und ich weiß nicht, ob das so klug ist, das eigentlich in einem Part zu machen, aber naja, gut, eigentlich schafft das mein PC eigentlich. So, der Plastikpokal, der scheint ja ordentlich was drauf zu haben. Aber gut, wenn wir ständig mit dem Spezialangreifen fast 180 Schaden machen. Ja, du kannst einfach mal kämpfen. Da muss ich jetzt noch nicht heilen, weil wir haben noch mehr als die Hälfte, jeder. Der kann ja nur maximal die Hälfte abziehen, ungefähr. Oh, und schon wieder auf ihn. Er sagt, man kann es nicht auf irgendjemand anders gehen. Das nervt mich jetzt langsam. Das sind eigentlich verschenkte Magiepunkte, die ich da jetzt aufbringen muss, um ihn zu heilen. Weil wenn er jetzt nochmal drauf, also was abbekommt, dann will ich ihn nicht mehr heilen. Wie gesagt, jetzt lohnt sich das auch nicht mehr. Ja, wobei, aber eigentlich ist es ja eigentlich gar nicht so schlecht, weil er kann sich ja nicht so gut wehren und... Ja gut, vielleicht lasse ich das nochmal. Vielleicht heile ich ihn jetzt noch nicht. Ja, vielleicht wäre das doch keine so schlechte Idee. Wie gesagt, er greift jetzt erstmal ihn an anscheinend. Und kümmert sich gar nicht so wirklich um die anderen. Na, jetzt greift er zu Feuer, okay. Ah, das tut nochmal ordentlich weh. Das Blöde ist auch, dass man nicht auswählen kann, wen man heilt. Wenn man so einen Heilstab hat. Es ist immer so, dass man den heilt, der es am dringend nötigsten hat. Also halt der, der am wenigsten KP hat. Ja, und es ist ein bisschen blöd. Boah, aber langsam frage ich mich schon, wie lange das Ding noch hält. Ja gut, jetzt werde ich natürlich definitiv sie heilen, das ist klar. Unsere Freundin namens Jenny. Ach, aber der ist sowieso schon besiegt. Ja, okay, ja dann, ich dachte, der wird noch ein bisschen aushalten. Aber gut, dann ist es ja perfekt. Und wir haben ungefähr 4 Minuten nochmal überbrückt. Ist doch schön. So, dann machen wir zum Abschluss nochmal das Problem von, ja gut, von dir, Liliana. Kümmern wir uns nochmal um das Problem von dir. Warst du verreist? Ebenbild ja, von Shelly. Ja, ich war natürlich nicht verreist. Ich habe Hunger. Ja, ist mir klar. Dann nimmst du mal einen Cheeseburger. Rapp, rapp, rapp. Nein, hey, mein schmeckt's ihr. So. So. Ja, gut, machen wir noch das Spiel, die beiden Spielchen hier und dann würde ich sagen, haben wir heute mal wieder viel geschafft. Hast du Lust auf ein Spiel? Ja, das heißt viel geschafft, aber eigentlich hätte ich schon ein bisschen mehr erwartet, aber wenigstens konnten wir schön meinen Geburtstag feiern. Das erste Item. Naja, gut. Was wird es wohl sein? Wo soll ich das wissen?
Turon? Die richtige Antwort ist... Keine Ahnung. Es war ein Schandmal. Ein Schandmal? Oh Gott. Wo soll ich denn das wissen? Ich habe noch nie ein Schandmal gegessen. Schade, schade. Aber das machen wir demnächst noch. Ist das irgendwie eine Spezialität oder so? Oder irgendein Pfannessen? Ich habe keine Ahnung. Gelogen habe ich noch nie. Ehrlich, ne, nicht. Nein. Nein, hast du bestimmt nicht. Nein, nein, nein. Gut, Link, ich hoffe mal, bei deinem Spiel kommen wir ein bisschen besser klar. Ansonsten... Komm, spiel mit mir. Ja, war das Ende dieses Parts leider ein bisschen failig. Naja. Ah, der Ring-Klopfkampf. Ich hoffe, das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Komm da schon. Muss man halt immer schön auf den Bildschirm herumzippern. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege oder ob man das jetzt auch im Video hört. Und Link, der scheint ordentlich drauf zu sein. Wir haben es geschafft. Gut. Das finde ich nicht einfach. Da muss man nicht wie so irre auf dem Bildschirm rumtippen. Und ja... Immerhin haben wir es geschafft und kriegen nochmal einen Kessel. Cool. Ja, freut mich. Für nächsten Monat ist mein Kalender auch schon ziemlich gut gefüllt. Aha, wieder Bosse kämpfen und Bosse bekämpfen und so. Naja gut, Hyrule Warriors erscheint. Okay, kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Gut, dann hoffe ich mal, der Part hat euch gefallen. Und... Ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Mal wieder einschaltet, beziehungsweise ihr vielleicht einen QR-Code da lasst, dass ihr auch im nächsten Part wieder dabei seid und er putzt die Zähne. Ah, ja. Okay. Na gut, auf jeden Fall, ja, einen schönen Tag und bis zum nächsten Part. Bis dann und tschüss, euer Jake.